Falls es gibt, vierter Teil Graffiti Recordings in Dortmund. Ja, müssen die ja. Also wenn, ja, wenn das kaputt. Ja, aber wenn das kaputt ist und du neue Kraft. Okay. Ich finde das jetzt nicht so übertrieben geil, ne? Ich finde aber auch das nicht übertrieben ich geil. Beides auch nicht. Jetzt durch diese Fliegen, die das ehrlich gesagt übertrieben. Hier ist auch komplett rasiert einfach mal. Einfach mal rasiert. Ja, hier ist aber Olaf und Picasso. Guck mal, Recklinghausen. Olaf und Picasso, Recklinghausen ist hier. Ja, ich habe vorhin von diesem Olaf erzählt und ich habe letztens ein bisschen über Picasso erzählt in anderen Videos. Und dessen Sprüher, Picasso ist bei OBR. Und die sind aus Kreis Recklinghausen. Wo die jetzt wohnen? Der Crewname. Entschuldigung, OBR? Ich weiß nicht. Das steht für ich weiß nicht. Es gibt so einen Typen, den habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Da kann man immer nachgucken, weil der sämtliche Namen in seinem Account drin hat bei den Fotos. Das hier war eine Kneipe? Ja. Und daneben der Blumenladen, das war einer der ersten Blumen, die sogar in Dortmund. In Krakau gibt es das ganz viel, dass wenn du U-Bahn fährst oder. Was für Fan? Nein, das ist ein Text. Ich glaube, das ist ganz normales Graffiti, Entschuldigung. Dann würde ich schreiben, geile, da, schade wegen der Blumenladen und nicht Kefir. Da war vorher nichts dran, erst als die draußen waren. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil sonst, man kennt sie ja, weil sie sagt, diese Tag-Leute, ja, dann haben die vielleicht vor dem Blumenladen. Dann machen die da Tag. Ja, vielleicht hatten die vor dem Blumenladen Respekt und jetzt, wo der weg ist, ist das nicht Entschuldigung, sondern rasieren. Nee. Und mit runden Form hat der nicht gearbeitet. Ja, mir gefällt es jetzt nicht wirklich, dass das an 100 Wasser erinnert und so. Also mir gefällt es nicht wirklich. Nee. Ich kenne mich damit nicht aus. Ah. Ah, hier ist ein Ader. Oh, ich dachte erst kurz. Nein. Es sah aber kurz aus wie Radek. Ich habe vor ein paar Tagen so einen Typen gefilmt, der Radek gemacht hat. Und kurz dachte ich, genau das würde da stehen, tut's aber nicht. Ja, aber das sieht gut aus für einen Auftrag. Nee, das ist eine Agentur, die heißt More Than Words. Eine Agentur, die heißt More Than Words. Da links unten. Also die haben mehrere Leute, so wie ich das weiß. Und die arbeiten für die. Sind auch relativ groß. Und diese Wand wurde gestaltet, Rückseite Hauptbahnhof Dortmund, auch More Than Words. Wir haben heute auch schon etwas von More Than Words gefilmt. Ich filme dich nicht mit, genau. Ich laufe hier mit jemandem rum, den habe ich gerade am Bahnhof getroffen. Und der zeigt mir der Dortmund. Marc ist vorbei. Nein, danke. Ich suche nicht. Ich finde. Urban.
Mann mit Schnurrbart. Schnurrbartmann. Green, ach so, irgendwas. Green. Sieht auch schön aus. Heiko hat mich wieder gefunden. Öfter jetzt oder nur noch einmal? Zwei, dreimal. Warte. Bei uns gab es mal sowas ähnliches, aber nicht Casho, sondern Cashmo gibt es als Rapper und bei uns gab es ein Casino und auch noch ein Mo Cash oder sowas. Ja. Ach, ich hab Polen, oder? Halbe Dorf. Nein. Hooligans aus Polen. Ja, aber der hat auch Kassette und CD, ne? Ja, aber ich glaube, sie haben es verkauft. Ich nicht mehr. Und Schallplattenspieler halt. Sehr wichtig. Hast du Schallplatten? Ja. Ach so. Und ich hätte auch. Um dir einen Plattenspieler zu organisieren? Ja, ich habe aber keine Anlage. Das ist auch so ein Oldschool-Plattenspieler, kennst du das? Boah, schon lange her. Aber da kannst du den halt auch auflegen. Aber der nur so klein ist. Ja, der kann nur Singles. Und etwas größere Singles. Stimmt, wegen dem Plattenspieler, ja. Aber der Laden ist schon lange da, der war schon vor 10 Jahren da, da war das Interieur noch mieser. Siehst du da die. Ja, da kann, hier konnte man Regale mieten, meine ich. Ja, siehst du da die Köpfe? Ja. Die sind cool. Das sind Sammlerstücke, die werden gesammelt und relativ hoch gehandelt. Ach. Je nach Produktionsreihe und davon gibt es viele verschiedene. Ja, ich kann damit nichts anfangen. Ich habe also einen Kumpel. Die anderen, die sind nicht besser. So. Die könnten richtige Kunst sein, die schwarzen, weiß ich nicht. Aber die Frauenköpfe werden gesammelt. Die haben richtig Sammlerwert und sowas. Die haben auch, sein, das ist der Token, der auch in Recklinghausen aktiv ist. GBK haben wir hier noch einmal. Wir sind mitten in der Stadt hier am. Was ist denn das für ein Theater? Konzerthaus Dortmund. Konzerthaus. Und die Ecke? Wie heißt das hier? Rückstraße. Rückstraße, hier wo die krassen Geschäfte sonst immer sind. Das war unser Ausflug quasi. Waren auf der anderen Seite vom Bahnhof. Sind wir hier. Da ist irgendwas mit Fotos. Das hatte ich am Anfang kurz gesehen. War halt auch nicht gefilmt. Da bin ich dann die Treppe hochgegangen, statt hier die Wand entlang. Ich weiß auch nicht, was für eine Kunstaktion das ist. Es wird langsam dunkel, man sieht die Lichter. Ich glaube, ja, die krassesten Sachen hatten wir dann am Anfang gefilmt, auf jeden Fall. An Bildern. Ich guck mal, was ich jetzt noch auf dem Weg zum Auto mitnehmen kann. Ich weiß auch nicht, was das für eine Kunstinstallation ist. Mit den Bechern hier. Was wie UFOs oder Kerzen oder was. Und da ist noch ein Pack. Hier ist Chic Fake Salto. Mister. Ah. Chic Fake Salto Mister. War aber eigentlich ein cooler Tagesausflug. Ich hatte auch Begleitung. Nicht so viele Leute hier in Dortmund.
schauen, was wir noch mitnehmen können. Ich mache jetzt erstmal wieder eine Drehpause. Ja, oder auch nicht. Hier habt ihr Street Art, das hat jemand mal angeklebt. Ein schönes Ding, finde ich. Auch schon mitgenommen am Leonie Ragers Terrasse. Und jetzt nicht vernünftig, kann man nicht gut lesen. Naja. Spannender, aufregender Tag war das. Den Balkon, der ist mir vorher auch nicht aufgefallen. Hier wurde mal Bier produziert. Skater skaten. So, jetzt geht's entspannt zum Auto. Noch einmal das U mitnehmen als ehemaliger Dortmunder. Naja, ah, da kann man geil runterfahren, sehe ich gerade. Da ist einer mit dem Board am runterballern. Aber er hat recht, da kann man wirklich mal runterfahren. Corona. So, jetzt einmal Pause, lohnt nicht. Ja, hier sind wir hergelaufen. Ich finde es trotzdem nicht schlecht, das nochmal mitzunehmen. Jetzt habt ihr auch noch den Sonnenuntergang. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie spät es ist. Ich schau mal, wie es jetzt gleich zum Auto geht. Auch ein tolles Geschenk bekommen. Pop-Art-Buch. Moment, einmal wegzoomen. Okay. Ich sehe das Problem jetzt nicht, mal mitzufilmen. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier angefangen haben, was mitgenommen haben schon komplett. Doch, wir hatten beide Seiten. WCMC ist hier auch eine große Crew. Das hatten wir auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar Flächen gesehen, vorhin noch aus dem Auto, auf dem Hinweg heute. Die hätten sich auch übertrieben gelohnt, aber ja, das habe ich noch in Erinnerung, das Piece. Das hat mir gefallen, weil das so schwer und einfach ist. Steht auch Bossen drin, das habe ich vorher vielleicht nicht gesehen. Ein Salto. Malto, das ist auch geil mit dem weißen Highlights, das schwarze mit dem Rot dahinter. Der Upload kommt wahrscheinlich erst morgen, übermorgen. Morgen Abend. Ich setze mich so dran. Ich werde das so uploaden. Ja, und den Cello TV habe ich nicht gefilmt, aber ich habe jetzt gerade auch noch ein Buch in der Hand. Aber das finde ich geil mit diesen Jamaika-Farben. Fällt mir alles ganz gut. Ja, ich bin zwar schon am Auto, aber ich kann ja noch ein Stück weiter gehen einfach. Wo ich die Sachen zurückbringe. Snoop. Will ja ein Snoop ja aten. Snoops sind auch Bonbons in Holland. Ja, die letzten Aufnahmen für den heutigen Ausflug. Ich gehe jetzt einfach trotzdem bis ganz unten. Einmal schneller hier. Den Joke haben wir auch ein paar Mal gesehen. ABS, RD, Joke. Da ist etwas für den Zahn. Da ist ein Zahn, Alter. Finde ich aber stabil. Ja, weiter gehe ich jetzt nicht. Kann man das denn von hier noch sehen? Ich versuch's mal. Ein bisschen zumindest. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an diesem Ausflug. Noch ein paar Tags mitnehmen zum Schluss.
So. Ja, zum Schluss dachte ich, mache ich einen Abschiedstext für das letzte Video. Ja, einfach zu krass die Stadt. Wenn man sich die Zeit nimmt, um sie die aus Graffiti-Blickwinkel zu sehen, Hammer, ehrlich. Respekt an Dortmund, Shoutout.